Ich leite über zu einem Mann, den ich persönlich äußerst schätze. Nicht nur, weil er ein ganz freundlicher und netter, sondern vor allem, weil er ein unglaublich gebildeter Mann ist. Er sagt von sich selbst, beruflich sei er Kaufmann in Wien. Das ist so ein elegantes Understatement. Mir ist das in den letzten Jahren immer so gegangen, dass Menschen mich gefragt haben, wann machen Sie das eigentlich alles, arbeiten Sie nicht mehr? Ich vermute mal, ihm geht es nicht anders, dass das, was er an geistigen Leistungen erbringt und an publizistischen Leistungen auch immer so nachts passiert und an Wochenenden, wenn andere schon längst die Sportschau schauen. Andreas Tögel ist Kaufmann in Wien. Er ist ein fleißiger Arbeiter, ein großer Leser, ein Nachtarbeiter, ein Bildungsbürger, wie ich ihn mir im besten Sinne vorstelle, und vor allem auch jemand, der mein Leben geändert hat durch seine Texte an einer ganz bestimmten Stelle. Ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass es eine gute Idee sei, dass Waffenbesitz im Allgemeinen verboten ist. Nachdem ich viele, viele Texte von Andreas Tögel gelesen habe, habe ich an dieser Stelle meine Meinung geändert. Dafür bin ich ihm dankbar. Mal schauen, ob er heute wieder einen weiteren Beitrag dazu leistet, dass mein Hirn sich in neue Richtungen entwickelt. The floor is yours. Also ich bin fast erschlagen von der freundlichen Anmoderation. Es ist beinahe beschämend. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Umso mehr, als das Thema meines Vortrags mit den Gedanken eines Landsmanns zu tun hat, nämlich des bereits zweimal zitierten Herrn Erich von Kühnel-Kledin. Ich möchte aber meinen Vortrag mit einem Zitat eines anderen Landsmanns beginnen, nämlich mit einem österreichischen Lyriker namens Ernst Jandl. Der Mann hat ein Gedicht, ein einstrophiges Gedicht mit vier Zeilen namens Lichtung geschrieben im Jahre 66, das nach meiner Meinung sehr gut das Thema dieser Konferenz hier abdeckt und zusammenfasst und besonders zu meinem Vortrag eine gute Einleitung bildet. Es lautet: Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Es wird Ihnen auffallen, dass der Mann eine Kleinschreibung bevorzugt und von Interpunktion nicht viel hält. Und er beendet dieses Gedicht mit der Bemerkung, welch ein Irrtum. Man kann jetzt abseits der Sprachspielerei und des Wortwitz sehr viel dazu sagen. Zum Beispiel, dass er den Umstand genau getroffen hat, dass tatsächlich eine Begriffsverwirrung, die ja auch schon von meinen Vorrednern angedeutet wurde, zwischen den Inhalten von rechts und links besteht. Es gibt in der Tat eine Begriffsverwirrung. Wofür stehen die Begriffe? Heute kommt es dazu, dass in Griechenland radikale Rechte mit radikalen Linken koalieren. Wäre bis vor nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen. Der angeblich rechte Chef der verfemten FPÖ in Österreich, Heinz-Christian Strache, äußerst Verständnis für die Populisten, für die linken Populisten der Tsipras-Regierung. Und auch die rechtsextreme Marine Le Pen vom französischen Front National kann sich erwärmen für die Politik der Linken in Griechenland. Wie auch meine beiden Vorredner bereits bemerkt haben, stammt das Begriffspaar links-rechts aus der Geschichte, und zwar in der Form, dass links ständig die Herausforderer, die Veränderer waren und die Rechten waren die Bewahrer. Wie auch bereits bemerkt wurde, war am Vorabend der Französischen Revolution die Nationalversammlung klar aufgeteilt, die späteren Königsmörder auf der linken Seite und die Bewahrer, die Royalisten auf der rechten Seite. Seither hat sich viel geändert. Wie auch schon André Lichtschlag bemerkt hat, sind praktisch die Plätze getauscht worden. Wo früher die Bewahrer waren, sitzen heute die Herausforderer. Denn die Linke
gehört heute ganz unzweifelhaft zu den Besitzstandwaren, zu den Bewahrern des Status quo. Warum? Weil sie also die übermächtige Rolle des Staates, den sie ja mittlerweile übernommen haben, bewahren wollen. Und der drückt sich insbesondere in einer hohen Steuerquote aus, dieser Bewahrungsanspruch. Das heißt also im Umkehrschluss, dass die rechten Kräfte heute die Herausforderer sind. Diejenigen, die am Status quo etwas ändern wollen. Das heißt also diejenigen, die das, was mittlerweile überwunden worden ist, nämlich die freie Marktwirtschaft und ein unangetastetes Privatrecht, wieder reetablieren wollen. Also die wahren Rechten sind heute logischerweise die Libertären. Das konventionelle, herkömmliche politische Ordnungsschema, wie wir es kennen, also hier ist es in einem Bogen dargestellt, man könnte es auch auf einer Linie auftragen, von weit links, also von extrem links bis extrem rechts, kann diesen weder den tatsächlichen Verhältnissen noch dem Wechsel, der in der Vergangenheit stattgefunden hat, wirklich Rechnung tragen. Diese Problematik kommt in zwei Zitaten zum Ausdruck, die ich Ihnen hier präsentieren möchte. Die lauten einmal, was soll die Mitte sein? Die Mitte zwischen den Gulags der Kommunisten und den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten? Ist das eine logische Einteilung? Und weshalb könnte denn der Nationalsozialismus rechtsradikal gewesen sein, wenn er doch den Begriff des Sozialismus schon in seinem Namen trägt? Die zwei Zitate sind nicht zufällig gewählt, sie stammen nämlich von dem Mann, auf den ich meinen Vortrag zugeschnitten habe, auf den Herrn Erich Maria Ritter von Kühnel-Gledin. Ich gehe davon aus, dass nicht jedem von Ihnen klar ist, wer der Mann war. Daher ein paar biografische Daten dazu. Kühnel-Gledin ist geboren im Jahr 1909 in Tobelbad in der Steiermark und schließlich gestorben im Jahr 99 in Lanz in Tirol. Er war das, was man einen umfassend gebildeten Schöngeist nennen kann. Er hat Jura, Staats- und Volkswirtschaftslehre und Theologie in Wien und Budapest studiert und mit einer Dissertation über Englands innere Krise promoviert. Schon mit 16 hat er als Journalist gearbeitet. Im Alter von 20 hat er auf Auftrag einer ungarischen Zeitung in Russland als Korrespondent gearbeitet. Im Jahr 37 ist er in die Vereinigten Staaten von Amerika gezogen und hat an der von den Jesuiten betriebenen Georgetown University in Washington unterrichtet. Zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs kam er zurück nach Europa, hat dort auf der Seite des Franco-Spaniens gelebt und berichtet und hat nach seiner Rückkehr in die USA Lehrämter an verschiedenen katholischen Universitäten angenommen. 47 schließlich ist er nach Österreich zurückgekehrt, nach Lanz in Tirol gezogen und hat sich dort als freier Publizist betätigt. Zu seiner Selbsteinschätzung, die hat er in einem Interview im Jahr 74 zu Protokoll gegeben. Er hat sich selbst als einen katholischen, rechtsradikalen Liberalen betrachtet. Das klingt nur dann widersprüchlich und kurios, wenn man den Begriff rechtsradikal so auflädt, wie es heute üblich ist. Also mit dem Begriff rechtsradikal verbindet man Glatzen, Springerstiefel, primitiv gröhlende Ausländerfeinde. Und genau das alles war Kühnel-Gledin nicht. Kühnel-Gledin war zeitlebens ein weltoffener Geist gegen jede Form des Totalitarismus, gegen jede Form des politischen Extremismus eingestellt. Und er hat in seinen Schriften seine Positionen unzweifelhaft klargestellt. Das Hauptwerk, das heute auch schon zitiert wurde, ist im Jahr 53 erschienen, ist heute eigentlich nur mehr antiquarisch verfügbar. Ich habe gehört, André Lichtschlag bemüht sich eventuell um die Rechte, das wieder publizieren zu können. Das wäre eine tolle Sache. Freiheit oder Gleichheit. Die Schicksalsfrage des Abendlandes nicht zu verwechseln mit einem anderen Titel, der später entstanden ist. Der heißt Gleichheit oder Freiheit. Also er hat sich mit diesem Begriffspaar zeitlebens auseinandergesetzt. Was schreibt er in dem Buch? In dem Buch setzt er sich, wie schon der Titel sagt, mit dem Gegensatzpaar von Gleichheit und Freiheit auseinander
Und das Ganze vor dem Hintergrund einer liberalen Demokratie. Seine Kritik geht dahin, dass er argwöhnt, dass jede auf Gleichheit basierende Ordnung, demokratische Ordnung, auf längere Sicht immer in einer wilden Despotie enden muss. Und zwar einfach deshalb, weil das Mehrheitsprinzip jede Minderheit erdrückt. Also das Prinzip 50 plus eine Stimme würde jederzeit die Möglichkeit bieten, unliebsame Minderheiten zu marginalisieren und zu unterdrücken. Er hat also daher immer eine sehr, sehr kritische Distanz zum modernen Demokratismus gehalten. Und in seiner Vorstellungswelt wäre ein Ideal gewesen, eine Wiedererstehung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Also er war ein Monarchist zeitlebens. Aus seiner zweitgenannten Schrift, Die rechtgestellten Weichen, habe ich den folgenden Katalog, den ich stark gekürzt habe, der ist also im Original wesentlich länger entnommen, um darzustellen, was für Kühnel-Kledin das Gegensatzpaar zwischen rechts und links ausmacht. Er hat einen umfangreichen Katalog aufgestellt, was links wäre, seiner Meinung nach, und dieser Katalog liest sich unter anderem so. Also linkes Denken steht für Materialismus in ökonomischer, biologischer und soziologischer Hinsicht. Linkes Denken steht für staatliche Kontrolle über Erziehung und Unterricht. Wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung, ich kenne die deutsche Situation nicht so genau, ich kann nur über die österreichische sprechen, aussieht, der sieht, in welche Richtung der Zug fährt. Also insbesondere die Grünen, aber erstaunlicherweise auch das, was sich in Österreich liberal nennt, nämlich die Neos, sind der Meinung, dass man möglichst früh die Kinder dem Elternhaus entfremden soll, also schon möglichst mit drei. Irgendwann einmal wird man das gleich nach der Geburt anstreben, um dann die Kinder vertrauensvoll Staatsagenten zu überreichen, die dann das Beste draus machen. Der Versorgungsstaat von der Wiege bis zum Grab ist ein weiteres Kennzeichen für die Linke. Das kennt jeder. Es gibt praktisch keinen Lebensbereich, der nicht vom Staat kontrolliert wird. Der Spruch Wiege bis zur Bahre ist absolut stimmig, was die Darstellung des Status quo angeht. Antiliberalismus und Freiheitshass. Zwar ist kurioserweise so, dass keiner, wenn man ihn direkt anspricht, von sich behaupten würde, er wäre illiberal, aber liberaler ist keiner. Also insbesondere dann nicht, wenn man das Liberal noch mit einem Neo versieht. Also neoliberal, das ist des Teufels. Und natürlich ist die Freiheit im linken Denken immer negativ konnotiert. Also Freiheit steht dann für Ellbogengesellschaft, für das Recht des Stärkeren, für die Zerstörung und für die Vernichtung der Schwachen und so weiter und so weiter. Antitraditionalismus. Alles, was mit Tradition, mit überkommenen Werten zu tun hat, also Familie, Ehre, Treue, Sparsamkeit, Schuldenfreiheit, also alle überkommenen Werte dieser Art sind reaktionär und müssen radikal bekämpft werden. Die Gleichschaltung der Massenmedien, darüber hat schon Bruno Bandolet ein paar Worte verloren, also gerade im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingswelle, ich würde es eher als Völkerwanderung bezeichnen, wird es ganz deutlich, jeder, der hier von der Hauptstromrichtung abweicht, wird gnadenlos niedergemacht, ins Eck gerückt, als Unmensch oder als Hinterwäldler oder als Idiot abqualifiziert und zur Selbstkritik gezwungen. Abschaffung oder Relativierung des Privatbesitzes. Auch Sozialisten können lernen. Von einer Verstaatlichung der Produktionsmittel ist man mittlerweile abgekommen. Schon Lenin hat erkannt, dass das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist und hat im Jahr 21 mit der neuen ökonomischen Politik einen kleinen Schritt zurückgemacht und den Bauern einen Teil ihrer Grundstücke zurückgegeben, um dem Lebensmittelengpass entgegenzuwirken. Also von einer Verstaatlichung aller Produktionsmittel sind auch die Linken mittlerweile heute nicht mehr ganz überzeugt. Aber was sie anstattdessen tun, ist eine Relativierung des Besitzes, der sich darin äußert, dass der Eigentümer einer Fabrik oder eines Produktionsmittels, welches auch immer, nicht mehr selbstherrlich und frei darüber entscheiden kann, wie und wann und zu welchem Zweck es eingesetzt wird, sondern all diese Varianten stark beschränkt werden und damit letztendlich das Eigentum in Wahrheit kein Eigentum mehr ist. Verherrlichung des Durchschnitts, der
das ewige Bemühen um den Mann von der Straße, um den kleinen Mann, das ist ganz typisch und kennzeichnend. Jede Elite ist von vornherein verdächtig. Der Katalog setzt sich fort mit der Jagd auf die Verräter. Ich habe es im Zusammenhang mit der Gleichschaltung der Medien schon erwähnt. In Österreich ist kürzlich der Fall aufgetreten, dass in einem Massenmedium, ein Boulevardblatt, wo einer der Redakteure versehentlich die Wahrheit über die Zustände an der österreichischen Südgrenze geschrieben hat, indem er nämlich tatsachengerecht berichtet hat, dass dort eine Handvoll von Polizisten ganzen Tausendschaften von meist männlichen Migranten gegenüberstehen, auf völlig verlorenen Posten, ihrer eigentlich angeordneten Tätigkeit nicht nachkommen können, auch nicht dürfen, keinesfalls Gewalt anwenden dürfen. Und weil dieser Redakteur das geschrieben hat, wurde er seiner Ämter entkleidet und musste öffentlich Selbstkritik üben. Das erinnert an die schlimmsten Zeiten des Stalinismus oder des Maoismus, wo dann Leute, bevor sie liquidiert wurden, halt noch öffentlich Selbstkritik üben mussten. Also beim Liquidieren sind wir bisher noch nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Populismus und Uniformismus. Berufung auf das demokratische Prinzip, das ist ein besonders typischer Punkt. Sie werden kaum eine Publikation irgendeines Linken finden, egal ob es die Sarah Wagenknecht ist oder der Christian Felber in Österreich, der über die Gemeinwohlökonomie schwadroniert, wo nicht in jedem zweiten Satz das demokratische Prinzip beschworen wird. Also Demokratie ist ganz ursuper. Schon Rosa Luxemburg wusste ja, dass Demokratie ohne Sozialismus nicht möglich ist und Sozialismus ohne Demokratie auch nicht. Also es ist typisch für linkes Denken, dass andauernd das demokratische Prinzip, das natürlich auf Egalisierung und Gleichheit hinausläuft, beschworen wird. Künneth Ledin verortet die Wurzel linken Denkens in der Zeit der Französischen Revolution, der sehr kritisch gegenübersteht. Interessant und ein wenig widersprüchlich, da müsste man sich tiefer mit dem Werk auseinandersetzen, bisher hatte ich dazu die Zeit nicht, ist der Umstand, dass er das Bürgertum dafür nie kritisiert hat. Es war ja letztlich eine bürgerliche Revolution, es waren ja keine wirklichen Sozialisten, man hat sich als Bürger verstanden, ein Bürger, der die Adeligen und die Pfarrer aufs Schafott geführt hat. Der Umstand, dass die Bürgerlichen letztlich diese blutige Revolution getragen haben, wurde von Künneth Ledin zu keiner Zeit je thematisiert oder kritisiert. Einsetzen von Säkulärriten, das kennt jeder von uns. Offensichtlich liegt es im menschlichen Wesen, an irgendetwas glauben zu wollen oder zu müssen. Und nachdem man Gott erfolgreich abgeschafft hat, muss was anderes her. Das ist jetzt der Umweltschutz, der Kampf gegen den Klimawandel, der Kampf für die Gleichheit oder für die Gleichberechtigung der Frauen, für Gender Mainstream, was auch immer. Das ist ganz typisch der Religionsersatz durch weltliche Ideologien. Freiheit ist für die Linken immer nur vom Gürtel abwärts, nach der Diagnose von Künneth Ledin, gefordert. Jeder von Ihnen oder viele von Ihnen werden vielleicht noch den Spruch aus der 68er Zeit kennen, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Also das soll ausdrücken, dass man also möglichst promisk leben soll. Allerdings bezieht sich das natürlich auf eine Zeit, die länger zurückliegt. Heute scheint mir ja schon wieder eher das Pendel zurückzuschwingen, auch in diesem Punkt, und die sexuelle Freiheit einem neuen Puritanismus zu weichen. Also da wird über Gender Mainstreaming und verschiedene politische Korrektnisregeln wird selbst dieser Bereich der Freiheit schon wieder zurückgenommen. Politisierung des ganzen Lebens, da braucht man nicht viel zu sagen. Es gibt, in Österreich können Sie keinem Autofahrerclub beitreten, ohne gleichzeitig ein Parteibekenntnis abzulegen. Sie können entweder konservativ oder sozialistisch turnen oder national turnen, gibt es auch. Aber unpolitisch turnen ist fast nicht möglich, also Politisierung des gesamten Lebens. Und schließlich die Totalmobilmachung des Neids. Das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, allerdings nennen die Linken das nicht Neid, sondern Solidarität oder soziale Gerechtigkeit. Das klingt erheblich besser. Wie schon gesagt, das ist nur ein Ausschnitt aus dem Katalog, der in dem Buch Die Rechtgestellten Weichen präsentiert wurde.
Aus Zeitgründen kann ich nicht alle aufzählen. Und was stellt er jetzt dem Begriff links in diesem Buch gegenüber? Da kommt er sehr rasch zum Punkt, sehr kurz und bündig. Rechts ist alles, was nicht links ist. Also all das, was er vorher in dem Katalog aufgezählt hat, ist das Gegenteil dessen, wofür rechtes Denken steht. Er weist in diesem Statement auch darauf hin, dass es ein Unsinn ist, zu behaupten, das geschieht nach wie vor, dass die politischen Extreme einander berühren. Man kann das immer wieder hören. Die Rechten, die ganz Rechten und die ganz Linken wollen ja im letzten Sinn immer dasselbe. Das ist völliger Unsinn, nach Meinung Ledins, weil halt besonders heiß nicht gleich besonders kalt ist und besonders groß nicht so gut wie besonders klein sein kann. Also die Extreme können sich nie berühren. Der Grund, warum diese Verwirrung entsteht, ist nach meinem Dafürhalten darin gelegen, dass die Darstellung auf einer linearen Achse dem politischen Spektrum nicht wirklich gerecht wird. Ich bin daher der Meinung, dass ein eindimensionales Ordnungsschema einem zweidimensionalen weit unterlegen ist und würde als Alternative zweidimensionale Ordnungsschemata vorschlagen. Also es gibt deren viele, eines davon ist in Form eines Dreiecks dargestellt. Sie kommen von der Freiheit, die Sicherheit und Gleichheit geht in diesem Fall, in diesem Dreieck verortet, sind die politischen Parteien Deutschlands dargestellt. Andere Schemata bauen auf einem Quadrat auf, hier ein auf die Spitze gestelltes. Die beiden Achsen sind jeweils die persönliche Freiheit und die ökonomische Freiheit. In diesem Fall wird schon deutlich, was schon meine Vorredner angedeutet haben oder André angedeutet hat, dass der Libertäre dem Statisten, also dem Statist, dem Etatisten gegenübersteht. Andere Möglichkeit der Darstellung, das Quadrat nicht auf die Spitze gestellt, wiederum die ökonomische Achse, die persönliche Achse und wiederum das Gegensatzpaar zwischen Libertär und Totalitär, darauf läuft es letztendlich hinaus. Eine Darstellung, die mir besser gefällt, ist in Form von Quadranten. Ich habe das aus dem Internet kopiert, gebe ich zu, ich bin sehr ungeschickt mit solchen Dingen in der Selbstherstellung, daher nur der Hinweis ist, in dem Fall ist, das steht autoritär oben und libertär unten. Man kann das jeweils umdrehen, das ist unerheblich, aber nur damit da keine Verwirrung entsteht. Und in diesem Fall entstehen daneben vier Quadranten, die eben jeweils rechts oder links, jeweils kollektivistisch oder individualistisch sind. Eine Ausprägung dieser Form eines politischen Verortungsschemas ist die folgende und in der ist mit Köpfen, die Ihnen bekannt vorkommen werden, gut dargestellt, wo welches Denken verortet ist. Ich habe auch das aus dem Internet kopiert. In dem Fall wird Freiheit gegen Ordnung gestellt. Das ist, glaube ich, falsch, weil es dürfte aus dem Englischen übersetzt worden sein und da wird wahrscheinlich unten gestanden sein Order. Also ich würde Order nicht mit Ordnung übersetzen, sondern in dem Fall wäre wahrscheinlich der Begriff Zwang das Passende oder Anordnung. Also es geht vom kollektivistisch zu individualistisch und von Freiheit zum Zwang. Und hier in diesem Schema wird sehr deutlich, worin das Problem besteht, das dahin führt, dass, wie Künneth Ledin kritisiert, rechts und links sich irgendwo berühren oder dass da plötzlich die Extremen einander annähern. In diesem Schema ist natürlich klar, dass die extremen politischen Strömungen des 20. Jahrhunderts, die wir erlebt, also wir nicht mehr erleben, also zumindest nicht viele, die da hier anwesend erlebt haben, bei demselben Quadranten zu Hause sind. Wobei Hitler eher Richtung Ordnung und Stalin eher Richtung kollektivistisch gerückt ist. Den Herrn links oben muss man nicht vorstellen, der im egalitären Eck, Karl Marx. Der Mann rechts unten im konservativen Quadranten ist Edmund Burke. Das war der Stammvater der Tories, also der britischen Konservativen. Den würde ich für mein Gefühl etwas weiter nach unten rücken. Und die drei Herren im liberalen Quadranten brauche ich, glaube ich, nicht vorzustellen. Das ist Hayek, Mises und Rothbard. Wobei in dieser Darstellung nach meinem Geschmack Hayek weiter zur Mitte gehören würde, Mises ziemlich zentral und Rothbard in die rechte obere Ecke. Also viel radikaler als Rothbard, viel radikaler Freiheitsfreund kann man nicht sein.
Ich habe dann noch eines, wo aktuelle, das fürchte ich, ist nicht wirklich sehr scharf. Also es ist im Grunde das Gleiche, was wir vorher hatten mit verschiedenen Politikernamen. Ich kann das jetzt auf diesem Ding auch nicht lesen. Ich muss da kurz zu meinem Computer schauen. Also es ist hier dargestellt, hier unten der Nelson Mandela zum Beispiel. Hier oben Robert Mugabe, also im autoritären Eck. Papst Benedikt, interessanterweise, findet sich auch in diesem Quadranten. Großes Gedränge herrscht hier auf der Seite autoritären also Rechten, das ist zum Beispiel die Frau Merkel hier. Und da weiter oben ist George Walker Bush. Was in diesem Schema jedenfalls unmissverständlich auffällt, ist die gähnende Leere im libertären Eck. Also auf dieser Seite könnte ich mir allenfalls Ron Paul vorstellen von den jetzt oder derzeit relevanten politischen Akteuren. Wenn man jetzt noch einmal zurückkommt zu diesem Komplex, den Kühnelt-Ledin darstellt, zwischen links und rechts, also der Katalog, der vorhin aufgezählte, und versucht, dieses Gegensatzpaar in einem dieser gezeigten flächigen politischen Ordnungsschemen einzubringen, dann könnte man die Zuordnungsfehler vermeiden, die Kühnelt-Ledin kritisiert. Dann nämlich könnte man vermeiden, den Fehler zu sagen, dass die extremen Rechten genauso ticken wie die extremen Linken, indem nämlich dann klar wird, dass dieser Katalog, das kommt jetzt leider auch nicht scharf, aber das ist das, was ich Ihnen vorhin präsentiert habe, dass dieser Katalog von linken Tugenden in der totalitären Ecke zu verorten ist und der Gegensatz, nämlich das nicht-linke Denken, im genau gegenüberliegenden liberal-libertären Quadranten zu finden ist. Also das Gegensatzpaar, das sich daraus ergeben würde und das ich als Alternative zu dem Rechts-Links-Schema vorschlagen würde, wäre eben autoritär gegen libertär. Das zweite Gegensatzpaar würde dann konservativ gegen egalitär lauten. Passt wunderbar. Komme zum Schluss. Kühnelt-Ledin hat sich mit dieser Gedankenspielerei des politischen Ordnungsschema jetzt auf linearer oder auf flächiger Ebene nicht beschäftigt, sondern hat einen Satz geprägt, den ich zum Abschluss präsentieren möchte. Und dieser Satz lautet ganz kurz und bündig: Right is right and left is wrong. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.